Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde von Auswandern Thailand. Sawadika! Heute hier von Suwan Garten. Heute haben wir ein Geburtstagskind. Oh. Unsere liebe Belle hat heute Geburtstag und sie muss schon wieder gleich weg, aber sie kommt da gleich wieder. Leider hat heute Morgen mein Schwager musste ins Krankenhaus, er konnte nicht Pipi machen, also hatte man mich ins Krankenhaus bringen, hat mein Sohn Gott sei Dank übernommen. Das hat mir viel geholfen und jetzt gerade am Geburtstag, aber hopp, die kommen auch gleich wieder, es dauert eine Stunde, sind sie wieder durch, ne? Okay. So, liebe Freunde, heute feiern wir ein bisschen Geburtstag, wird natürlich schön gekocht noch, gell? Ohne ein paar Spielchen machen wir ein paar närrische, ne? Und auf jeden Fall, Schwiegertochter hat heute Geburtstag, ja, und wie gesagt, heute Morgen hat mein Schwager mit ins Krankenhaus und den können sie jetzt wieder abholen. Er ist also behandelt worden, hat neue Probleme gehabt mit Pipi machen, wie sagt man dazu, ne? Heute gibt's was Besonderes, heute gibt's gern Mukata, oder wie heißt das war? Oh, will ich haben. Mukata willst du machen? Wir wissen es nicht. Also Mukata, wenn ich mache. Also heute nichts Thai kochen, nur dass ihr Bescheid wisst. Weil bei uns gibt es heute Frikadelle ohne schöner Salat dazu. Und natürlich später noch das Mukata. Ich meine, Mukata haben sie gesagt. Mensch, ich weiß, wie ist das jetzt noch? Mukata. Ah, das gibt ein paar Frikadelle, das kann ich euch sagen. Ganz so nah kann ich nicht tragen, Leute. Nee, so heiß. Da wird mein Handy gleich mal. Heiß. Aber riecht uns schon gut. Schön mit Zwiebelchen drin. Scharf anbraten und dann geht das. Hey, hallo Omi. Unsere Omi ist auch da. Hallo, liebe Omi. Oma ist frisch geduscht. Die riecht bis du her. Mein Lieber. Scholli, ja, bei der Hitze. Sie hat schon dreimal geduscht, die arme Oma. Ja. So, schönes Ding, wo wir es drauf machen. Mit Bananenblätter. Alle scharf angebraten. Pfeffer Chantaburi auch noch drin, richtig, genau. Nein, das ist genau richtig. Schaut euch an, was schöne Frikadelle hier. Ja? Traditionell, deutsche Frikadelle, traditionell auf dem Bananenblatt angerichtet. Traditionell auf dem Bananenblatt angerichtet her, wenn das nichts ist, her, du Nackerl. Ne? Ja, da hat sie noch ein bisschen was zu machen. Ja, das gibt ein paar Frikadelle, Gott sei Dank. Her. Normale ganze Frikadelle zum Beispiel. Ja. Und? Ich dachte, hallo, ist schwer. Komm, schau das. Komm, ist doch gut. Also. Was haben wir dann da in deine ganzen Dinger drin? Ah, das fette Salat und alles. Ah, okay. Soße Salat. Ja, die lange, wenn du nicht du hier nicht grün schaust. Ist ein Mann, gut. Hey, Hukato. Ach, und die Oma singt gleich mal Wann. Man riecht bis hierher. Ja, genau. Wie heißt das? Dann nimm die Pfeffer. Ja, der Pfeffer ist schon dabei, ist echt lecker, muss ich auch sagen. Also ich esse den sehr gern. Und da mag ich ja immer, wenn Chef Pfeffer dran ist. Ne? Da sind also hier Frikadellen, Korobons Frikadellen. Innen drin muss man gucken. Oh, saftig. Komm, ich esse das nicht. Ich esse dabei eher so scharf. Auch ein Leck. Oh, warum ein Leck? Gibt man das Ganze? Ich esse das komplett. Saftig. Wir sind also hier auf Suwan Garten. Wir wohnen also hier. Das ist also unser Grundstück. Von hier dieser Seite, wir sind also hier in der Poolküche. In der Poolküche haben wir natürlich auch einen Gasofen. Wenn jemand zu uns auf Besuch kommt und möchte selbst kochen, der kann auch hier selbst kochen. Auch kein Problem. Wir kochen halt gerne auf dem Holzkohleofen. Ja, kostet kein Gas und ja, macht noch Spaß dazu. So, ich laufe mit euch da drum rum. Ach, Kaulam. Also das Kaulam. Von der Schwägerin, die hat die gebrungen. Kaulam, naja,
Schwächern, die passt nicht ganz so auf. Die ist nicht so, naja, nicht so 100% wie meine Frau. Was, Schatz? Die ist nicht so wie meine Frau so sauber. Deswegen bin ich ganz ehrlich, esse ich nicht so gern von ihr. Also, dieser Kaularm, der kommt jetzt hier auf den Ofen drauf und wird warm gemacht. Eier kann bei kalt essen, natürlich, weil ein bisschen warm ist ja schon besser. Ne? Ach, die Dinger habe ich auch nicht weggemacht. So, unser Indianerzelt, den muss ich noch wegmachen. Ja, wir waren gestern halt auch den ganzen Tag unterwegs wieder. Mit dem Motorrad, ne? Gehen wir zu unserer Hinkel gucken. Unser Komposthaufen haben wir natürlich ja auch, ne? Ich glaube, die erinnert sich nicht mehr an das Saumar. Aber ich frage noch immer, ob es das noch weiß. Schweinedarm, eigentlich ist das doch, also wir haben kein Schweinedarm gehabt. Wir haben immer vom Lamm. Da haben wir vom Lamm genommen, die waren feiner. Ich meine, das hat mein Schwiegervater so gemacht. Also unser Hinkelchen sind immer kräftig am Wasser trinken. Fällt uns aber auch noch mal Wasser. Schafsdarm, genau, richtig. Das habe ich ja gemeint. Schatzi, mal nicht halt die Kamera, komm, ich hol dir. Nur nicht weitergehen, weil ich Angst habe, ins Internet geht. Oh, warte, du. Du. Komm her, Paula, Ducky. Ah, ne. Komm her. Ey, nicht schlägt sich. Man, oh, oh, das ist oh. Also, was die neu? Guten Abend. Guten Abend. Mm. Guten Abend, das ist richtig super, guten Tag. Ganz guten Abend, so. Genau. So. Hey. Oh, Paula! Komm her! Oh, ja, genau, Mugata. Mugata, da gucken sie, bringen sie gerade alles bei. Mugata ist immer sehr topft bei noch, wo auch Kohle reinkommt. Das ist der Topf, da machen wir noch ein Feuer drin. Und das gibt dann Mugata. So, jetzt machen wir erstmal so kleine Stärkung mit Frikadelle. Frikadelle und Salat. So, jetzt machen wir eine kleine Stärkung mit Frikadelle und Salat. Ist so, später essen wir den Mugata, deswegen seht ihr mal, wie spät es jetzt schon ist, Leute. Und wenn wir jetzt halt so viel, wenn wir jetzt noch Grumbeersalate zugemacht hätten und sowas, dann wäre ich zu satt gewesen. Hätte ich halt oben nichts mehr gegessen. Schließlich, Schwiegertochter hat sich ja doch jetzt halt noch alles Mögliche geholt, um ein Mugata zu machen. Und da wollen wir ja noch Mugata machen. Sind ja natürlich auch herzlich dazu eingeladen. Und dann, gut, Appetit. Danke dir. Danke, Kaifan. Oder vom Endetisch weg, jetzt gehen wir zum nächsten Tisch. Ne? Der Endetisch haben wir leer gegessen, jetzt gehen wir zum nächsten Tisch essen. Also Leute, sagen bitte nicht, dass der Kalle verfressen ist. Mugata. Schaut euch das an, ja. Ja, Essen geht immer rein. Ne? Das ist also Mugata. Ich habe gesagt, wir gehen von einem Tisch auf, essen zum nächsten Tisch, essen. Die Soße ist gut. Die Soße ist übrigens selbst gemacht, die. Mhm. Das, wo sie das ganze Set geholt haben, machen die selber. Wow, guck mal, ich auch her. Oh, die Mami holt noch das Geschenk. Schwiegertochter hat sich eine Jacke ausgesucht. Die tut sich selber, hätte sich die nicht kaufen, weil sie teuer war. Wir haben halt aber gesagt, du kriegst jetzt von uns. Bist gut Schwiegertöchterchen und wir kaufen da gerne diese Jacke. Nüng, Song, haben wir alle drauf, ja. Nüng, Song, Sam.
Opening song. Happy to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Hoch soll sie leben, hoch soll sie leben, dreimal hoch, hoch, hoch. Yay! Oh je, oh je, ich bin Raucher oder was? Ach du heiliger Bimbam. Jetzt aber. Liebe Freunde von Auswandern Thailand, wir hoffen, es hat euch bei uns gefallen. Wir sagen ciao, wir sagen lieben, lieben Dank für eure Follows, eure Abos, eure Kanalunterstützung. Ganz, ganz lieben Dank von uns. Einen dicken Kuss hier, Kuhn, könnte ich euch keiner geben. Ne? Dann einen virtuellen Kuss. Ciao, ciao, bis zum nächsten Mal. Einen schönen Abend noch auch für euch. When I go to Thailand, I learn to speak some Thai. I cannot eat spicy food, so I sip it my dai. I want to do some shopping, I ask how much tarai. But paying the price is very high, so I say lot dai mai.